Ein junger Mann in Pose. Auf 96 Seiten. The Beauty of Violence, die Schönheit der Gewalt, nennt Karl Lagerfeld seinen neuesten Fotoband. Kunst oder Kitsch? Eine Fotografie ist Fotografie. Wenn man sagt, jetzt mache ich Kunst, in Anführungsstrichen, dann ist das schon wieder prätentiös. Ein Foto ist ein Foto. Und damit hat sich da was andere drin sehen. Ist nicht mein Problem, aber ich bin nicht dazu da, den Leuten zu sagen, das ist Kunst. Das hasse ich. Egal, wie man es definiert, The Beauty of Violence ist eine Hommage an seine aktuelle Muse, das französische Männermodel Baptiste Jabiconi. Er hat einen Esprit der heutigen Jugend, eine Eleganz, eine gewisse Schönheit, die irgendwie auch zu den Mädchen passt. Und man macht ja auch nicht nur Kleider für Kleiderbügel. Ne? Und irgendwie gibt er der ganzen Sache Leben. Vorbereitungen für ein Fotoshooting in einem Pariser Atelier. Baptiste Jabiconi, 20 Jahre alt, ist dank Lagerfeld derzeit das am besten bezahlte Männermodel der Welt. Jabiconi, gelernter Hotelkaufmann, wurde in einem Fitnessstudio entdeckt. Karl Lagerfeld arbeitet seit fast 2 Jahren mit ihm. Es ist so einfach mit ihm. Er lässt mich alles machen, gibt mir Ratschläge und bestätigt mich. Es ist toll, mit ihm zu arbeiten. Er ist wirklich ein ganz besonderer Mensch. Seit fast 5 Jahrzehnten steht Karl Lagerfeld mit seiner Arbeit in der Öffentlichkeit. Ob als Modedesigner, Fotograf oder Innenarchitekt. Immer mit dabei seine Musen, wie hier das deutsche Topmodel Claudia Schiffer, die er gerade wieder für die deutsche Vogue abgelichtet hat. Oder das amerikanische Männermodel Brad Kronick. Ihm widmete er 2006 in Berlin sogar eine eigene Ausstellung. Die Förderung von Lagerfeld, für die Musen bedeutet sie oft den Durchbruch. Ich arbeite mit wenig Male Models. Ich mache nicht viel Männerfotos, weil ich ja mehr Mode mache für Frauen und auch im Allgemeinen. Und wenn ich ein Modell habe, was gut ist, dann behalte ich das lange, weil im Grunde Male Models mir auf die Nerven gehen. Ne? Aber wenn einer nett und sympathisch ist, wie vorher der Brad Krönig oder Jake Davis, dann arbeite ich, oder früher Cameron, mit dem habe ich 12 Jahre gearbeitet, oder Jason Shaw, das waren die Großen, dann arbeite ich auch lange mit denen, weil die Person, denn so Casting von Male Models und also habe ich keine Lust zu. Die gehen mir auf die Nerven. Was auch immer Karl Lagerfeld gerade ins rechte Licht rückt, Baptiste Jabiconi ist dabei. Wie hier in mehreren Werbefilmen für das französische Modehaus Chanel, für das Karl Lagerfeld seit vielen Jahren als Chefdesigner arbeitet. Immer wieder inszeniert Karl Lagerfeld seine 20-jährige Muse in den unterschiedlichsten Posen. Und doch legt der Modeschöpfer Wert darauf, dass die Fotos nur seine Sicht von Jabiconi widerspiegeln. Ich bin auch dafür, dass er auch mit anderen arbeitet. Ich finde auch gut, dass er singen will und auch, dass er spielen will. Ihm werden schon Sachen angeboten, nur die meisten Angebote waren nicht gut genug. Ne? Und er hat eine sehr gute Stimme. Im Gegenteil, ich will nicht, dass er wie eine Art Klon wird oder irgend sowas. Ich will, dass er seine eigene Sache macht. Der neue Bildband The Beauty of Violence ist seit Juni im Handel. Nur ein weiteres Puzzleteil in Karl Lagerfelds Leben. Für den jungen Franzosen Baptiste Jabiconi ein Meilenstein in seiner Karriere.